Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Joel. Hi. Mit Corvo. Hi. Und Matt Brötchen ist auch da, aka Robmi. Moin. Ja, heute wollen wir mal ein Update vom Mod ausbringen, was ziemlich selten bei uns ist. Ja, wenn Joel jetzt endlich mal vom Fahrerplatz seinen Arsch runter bewegen würde, können wir los. Okay, wer schmeißt mich hier an da und raus, welche Uhr und so? Der Typ, so, der fahren wird. Genau, wir fahren jetzt. Joel, mach einfach Beifahrer und steig ein. Ich kann gar nichts mehr machen, weil du Uhr und so bist. Perfekt, hier schon, dass das jetzt in der Aufnahme drin ist. Egal. Lass mir einfach drin. Du musst einfach jetzt auch wieder beitreten. Hallo. Aus jetzt. Schnauze. Du kannst nicht mal fahren. Oh Mann. Da spielen wir mal wieder das Spiel schon, warte mal. Nein, wir spielen jetzt gar kein Spiel. Ihr seid auch behindert. Jetzt steig einfach ein, Joel, komm her. Warum kann ich nichts mehr machen, Alter? Oder so. Ja, jedenfalls. So ein Hurensohn! Nein, nein. Auf jeden Fall wieder, was Tim schon gesagt hat, kommt heute nach längerer Zeit mal wieder ein Update. Für eine Mod. Und nach gefühlt einem Monat wieder ein Video. Die überhaupt geupdatet wird. Oh Mann. Jo, Digga. Was hast du denn? Der ist einfach. Dazu fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Und steht immer noch im Shop rum. Du fährst aber sehr souverän, Corvo. Ja. Boah, jetzt kauft er sich sein eigenes Auto. Und zerstört dann wieder alles. Mhm. Vor allem wahrscheinlich kauft er jetzt irgendeine Karre, die man nicht sehen darf. Und ich darf wieder das rausschneiden, naja. Also, dein Vito? Ja, wenn du die falsche Variante davon kaufst, bann ich dich. Echt? Cool. Nein, hör auf. Also den, genau, weiß-roten. So, wir werden da. Einmal aussteigen, bitte. Hier, du steigst weiß-roten, Digga. Du kannst miterklären. Du bist Profi. Außerdem hast du das. Das ist schon scheiße, Mann, ne? Ich hab ganz simple Siebung von dem. Geil. Da fällt die Kiste im Hut noch, Digga. Ist eigentlich diese Superkraft aus? Ja. Perfekt. Genau, erzähl mal ein bisschen. Hier seht ihr also eine altbekannte Mod, wie sie zusammen an einem Baum stehen. Yes. Ja, genau, dafür hat Corvo jetzt die zwei Skins gemacht. Einmal DB Schenker und Transgourmet. Hier auch schön mit dem Bild hinten drauf. Yes. Ist jetzt zwar nicht der schärfste, aber man findet keine besseren. Hast du auch so hingestellt, dass man die Türen nicht mehr aufmachen kann? Perfekt. Ja, doch, ich glaube, die eine Tür dürfte noch. Oder? Ja, guck. Perfekt geplant, Junge. Geht übers Geländer drüber. Was meinst du denn? Hilfe, ich kann nicht mehr wegfahren. Einfach perfekt geplant. Wie hast du die da rein? Übers Geländer geht's drüber. Boah. Ein Dreisprinter. Wie den Sprinter da. Jedenfalls, wie hier auch schon bei den Hängern, die wir letztens veröffentlicht haben, gibt es hier jetzt auch die. Das Riffelblech mit den LS19 Materials. Genau. Ach, hier wollen wir nicht vergessen. Spannend. Mit so einer hässlichen flachen Textur. Ja, sieht viel besser aus als das Riffelblech jetzt. Besser. Ja, sonst wurden ja eigentlich nur die Skins hinzugefügt. Das Riffelblech. Spanngurte werden vielleicht bis morgen, bis der Mod zu Donner kommt, auch noch. Transgourmet, Alter. Habe ich ja noch nie über die Scheiße löschen. Ja, ich glaube, das kommt aus NRW oder so. Direkt löschen! Weg, weg! Wahnsinn, das ist bei uns ziemlich viel. Löschen! Mann! Beifahrer Spanngurte schaffst du wie bei den Hängern auch noch über Nacht, kein Ding, Tim. Ja, natürlich. Easy. Die Hänger haben wahrscheinlich bis heute immer noch keine Spanngurte. Natürlich haben die Spanngurte, hä? Echt? Ja. Der Innenraum auch. Merkt man, wie gut sich Joel mit unserem Mod auskennt. Ja, ist er, der lädt sich einfach gar nicht runter. Ich bin einfach fürs Bauen zu. Jo!
Hallo. Schöner Goldersbuff. Ist so. Schöner Unterboden. Aber ich finde, hast du ernsthaft die Anhängerkupplung mit dem Trittbett konfiguriert? Ja. Junge. Jetzt hast du auch, ja. Alter, Junge, hast du irgendwas zu den Dingern zu sagen? Ja, nicht viel, nicht, ne? Nicht viel, ne. Weißt du, diese scheiß Trittbrett von diesen... Ja, ich hatte doch erst was anderes damit vor mit dem Ding. Ja, löschen. Weiß nicht, hast du noch irgendwas an der Größe der Datei gemacht an sich, das ein bisschen komprimiert hast oder so? Die haben wir noch größer gemacht. Nee, ich kann mal gucken, ob ich die Skins von 4K runterkriege auf 2K oder so. Das würde ja auch nee, schon... Bitte gerne. Nee, würde ich nicht machen. Hinten ist jetzt schon relativ unscharf. Guck dir das mal an. Also. Ja, was anderes kann ich nicht machen. Vielleicht noch ist ja auch egal, ob es jetzt 140 oder 130 Megabyte sind. Sind 150. Ja, nee, aber sonst war es das so. Ich kann euch den auch mal im Shop zeigen, kurz. Ja. Wie gesagt, hier am Sattel hat sich nichts geändert. Das ist alles noch so wie vorher. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht auch irgendwann noch Skins für machen. Mal schauen. Ja, 2022 dann. Was so 22, 22? 2050. Hier einmal. Nee, 2031. Hier einmal der Transgourmet-Skin. Dann. Hier DB Schenker. Kann man natürlich auch alles konfigurieren mit Windabweiser, was bei Transgourmet wenig Sinn ergibt. Oder mit Kühlmaschine. Gibt's aber, gibt's auch. Echt? Mhm. Wahrscheinlich ist dann dahinter die Kühlmaschine. Ja, ist auch. Dann hier, wie sonst auch bei der anderen Version, kann man die Spiegel in Lack oder Plastik machen. Hier unten das auch. Lack. Ja, sonst hat sich eigentlich nichts geändert, außer zwei Skins. Die Riffelblech-Textur ist jetzt weg und wurde ersetzt durch die bessere vom LS. Und ich habe mal wieder Internetprobleme. Da schneiden wir kurz raus. Oh, Junge, die ganzen Leute machen hier Moonwalk, Alter. Guck das dir mal an, Junge. Die laufen auf der Stelle. Ist auch geil. Machst du auch immer. Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ich aufstehe, breche ich mir erstmal die Zähne. Aha, guck mal, hier bin ich ja da. BH. Auch schon wieder da. Hm. Hab das ganze Video oder nicht gemacht? Nein. So, wie gesagt, ist jetzt auch die Riffelblech-Textur durch das vom LS ersetzt worden. Und dann könnt ihr jetzt den TGS in der Videobeschreibung runterladen. jetzt habe ich vergessen, was ich gesagt habe, gerade. Aber ja, ihr könnt genau, gerne falls, like neu, falls ihr neu bei mir seid, dann lasst ein Like. Lasst ein Abo da. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und bei 1000 Abonnenten kommt auf jeden Fall was meiner Meinung nach das Größte ist, was wir bis jetzt rausgebracht haben. Die beste Mod im LS19. Ja, gut. Genau, muss dann. Man dann sehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.